Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Astral Chain, dem Spiel, in dem man Leuten hilft und ein bisschen die Zeit vergisst dabei. Aber wir haben jetzt alles soweit erledigt und würden uns jetzt auf den Weg zu Herr machen, der uns hier jetzt anscheinend schon erwartet. Und dazu müssen wir hier einmal hier durch. Oh, er hat sogar eine kleine Schutztruhe für mich dagelassen, wie es aussieht. Mit Medizin und einer Energiedosis, okay. Und dann muss ich durch diese Sicherheitstür durch. Ah, die kann ich anscheinend öffnen. Mit einem guten Schwertschnitt. Hey. So, natürlich den ganzen Rotschub in der Zwischenzeit mitnehmen. Ah, da ist noch was zum Buddeln. Los, mein Kleiner, los. Such, such. Eine leere Dose. Oh, schön. So. So, einmal runter hier. Wuhu. So, jetzt geht es in den Untergrund. Unterhalb von Harmony Square soll wohl, wie es aussieht, die Zone 09 sein. Die allerdings in Quarantäne gelegt wurde. Alright, I knew you'd come. One more time though. Are you sure? It's illegal to enter Zone 09 without the Union's permission. Yep, mir ziemlich egal. Natürlich. Komischerweise war die Auswahl an der Stelle genau gleich, ob ich ja oder natürlich sage. Okay. Ah, das. Okay. Alles klar. Woher kennst du meine Maße? Okay. Woo! Penner Style. Bingo. Perfect fit. I'm starting to forget you're a cop already. Meinst du? Meinst du nicht, dass das Walkie-Talkie so ein bisschen das verrät? Aber okay. As you can see, we'll have to sneak past a few guards to get to it. Okay. And the door itself won't open without a security key card. The guard captain should have one on him that we can use. Of course, we can't just ask him to lend it to us. We'll have to take it from him somehow. Tying him up with your legions our best option. That'll knock him out long enough for us to get through. Okay. Okay. Nothing to it but to do it. Alles klar. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt zivil unterwegs. Sollten versuchen, an unseren Kollegen vorbeizukommen, das ist relativ unauffällig. Wir können unser Iris nutzen, um die Leute zu erspähen. Müssen allerdings aufpassen, auch die können Legions sehen. Daher müssen wir die relativ schnell schnappen, die Leute. So. Aber jetzt hat er aber davon was mitbekommen, der Kollege. Nee, hat er nicht mitbekommen. Alles gut. Kletter mal hier hoch. Und jetzt wieder so ein bisschen Stealth-Mission. Wir müssen jetzt ja tatsächlich aufpassen, dass wir von unserem Kollegen hier nicht schnabuliert werden. Wow. Ganz schön gefährlich, was wir hier treiben. So, und wieder einen gepackt.
Nee, die sind etwas weiter hinten. Die werden nicht mitkriegen, wenn ich jetzt hier rumklettere. Ist übrigens auch ganz interessant. Die ganzen Sections, wo es auch Stealth gibt, haben hier diese Bereiche, wo es aber auch Scherben gibt oder irgendwas. Aber man muss schon ein bisschen aufpassen, was man macht. Deshalb meistens eher den Legion vorausschicken. Da hat man eigentlich wenig Chance, erwischt zu werden. Genauso Dosen. Das Interessante ist natürlich, wir können auch die Leute ablenken mit Dosen. Das sollten wir die gerade mal mitnehmen. Einfach eine Dose in die Ecke schmeißen und hoffen, dass der so blöd ist und es nachguckt, was da los ist. Ist ein bisschen fies, so über die Kollegen zu reden, dass sie zu blöd, so ungeschickt sind und die gucken danach. Aber hey, das ist, that's life. Mal kurz einer gesehen, aber alles halb so wild. Jetzt sollten wir vielleicht mal das Iris wieder aktivieren und ein bisschen ausspionieren, wo die Leute stehen. Da unten ist einer. So, wieder einer weniger, der uns finden könnte. Mal hoch und dann könnten wir von der anderen Seite den uns den Offizier schnappen. Officer. So. Oh, der kommt zurück. Und dann habe ich ihn mir gepackt, bevor er irgendwie Alarm schlagen kann. War jetzt relativ knapp tatsächlich. Wir dürfen nur nicht rennen, weil das macht natürlich Lautstärke. Das macht natürlich laute Geräusche und das wollen wir nicht. So. Und das Praktische jetzt an der Stelle mit dem Armleechen können wir uns hier die Plattformen, die hier existieren, ein bisschen zurechtbewegen. Nicht wundern, wenn ich ab und zu mal nach oben gucke. Da sind ein paar Vögel bei mir vor dem Fenster. Die sehen so aus, als würden sie mal gegen mein Fenster knallen wollen. Und ich habe da ehrlich gesagt keine Lust drauf. Aber die fliegen da immer ziemlich nah ran. Das macht mir ein bisschen Sorgen. So. Okay. Fahre ich natürlich blind gerade. Das wäre natürlich nicht so schlimm, wenn ich wenigstens wüsste, wo ich bin. So, auch da liegen jetzt wieder ein paar Dosen übrigens. Das habt ihr jetzt bestimmt schon gemerkt. Aber anscheinend muss ich jetzt darüber. Ja. So, da drüben ist noch eine kleine Truhe, die nehmen wir noch mit. So, die Dosen hebe ich mal lieber auf. So, und dann gucke ich, dass ich dann mit meinem Legion den Kerl ich pack. Ah, das könnte ich eigentlich auch so schon schaffen. Und fertig. So, ohne erwischt zu werden und nix. Und schon haben wir. Da war jetzt die Schlüsselkarte. Sehr gut. Alles klar. So, dann haben wir jetzt die Karte zum Sektor Nummer 5. So, dann dürfen wir jetzt endlich hier rein. Sehr schön. Mit einem Aufzug sogar. Das ist ja mega komfortabel hier. Was ist denn das hier?
So, und ich habe mich noch kein einziges Mal entdecken lassen und ich bin ein Fesselkünstler, wie es aussieht. Getarnter Fessler. Geil. So, und haben dafür S+ bekommen. So, dann würde ich sagen, wir machen mal Schluss für diese Folge hier an der Stelle. Nee, oder? Na, wir haben noch Zeit. Aber da kommt jetzt ein zweiter Bereich. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Okay. Jetzt brauchen wir gleich die Dosen, die wir hier finden. So, die kommen jetzt ein bisschen vorsichtig in meine Nähe, wenn ich Glück habe. Jetzt habe ich gleich eine gute Gelegenheit. Ja. Jetzt ist gleich. Und da haben wir uns den gepackt. Da oben unten sitzt noch jemand, wie es aussieht. Macht auch ein bisschen Spaß, diese Stealth-Angelegenheiten. Das sind jetzt allerdings natürlich alle Dosen, die wir hier haben. Gucken, dass wir die hier gut haushalten mit den Teilen. Ah, okay, da ist auf der anderen Seite, da kann ich nicht hin. Muss ich wieder hoch. Und dann etwas weiter vorne sollte eine Leiter sein, womit ich dann hochkomme. Ja. War es mal ganz kurz gefährlich. Das hat er jetzt eiskalt ignoriert. Ja, das haben wir genommen und dann konnten wir nicht weiter. So, da sind nochmal zwei. Aber die ignorieren wir mal erstmal. Dann denke ich, muss irgendwie runter. Habe ich allerdings die oben alarmiert. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sag bloß, die werden jetzt hier runterkommen. Jetzt habe ich aber ein bisschen mehr ins eigene Fleisch geschnitten. Scheiße. Ah, Kacke. Das war jetzt natürlich blöd gelaufen. Der andere hat den anderen gelöst und dann kam ich nicht mehr rechtzeitig hinterher, um den jetzt wieder zu fesseln. Blöd gelaufen an der Stelle. Jetzt wissen wir ja ungefähr, was wir zu machen haben. Das war jetzt ein bisschen knapp. Ein bisschen sehr knapp. So, jetzt sind die natürlich da oben. Geh erstmal runter hier. Da ist nämlich eine Truhe. Zum Glück wissen wir jetzt inzwischen, was wir zu machen haben. Ohrhörer, ein unauffälliges Mini-Accessoire zur Kommunikation. Cool. Ach, das kann man anlegen wahrscheinlich. Cool, cool, cool.
Da ist noch eine Truhe. Erstmal kümmere ich mich um die Jungs. Außerdem haben die anscheinend was zu erzählen. Ah, okay. Die flüstern nur untereinander was, aber für uns nicht weiter interessant. Double Kill! So. Jetzt habe ich hier noch irgendwo eine Truhe gesehen, genau, da unten. Ah, da muss ich die andere Leiter nehmen. Es ist zum Glück keine Sau mehr da. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz entspannt hier durch die Gegend rennen. Und mir die Truhe holen. So. Allerdings habe ich einmal mich erwischen lassen und ich befürchte, das wird jetzt natürlich auf mein Ranking negativ aufschlagen. So, jetzt sind wir wieder hier. Aber wie es aussieht, sind wir an dem Wachposten soweit vorbei. Die letzten beiden haben wir jetzt inzwischen geholt. Ist ja Tsundere. Okay. So, gucken wir vielleicht, dass ich mir doch was hole. Warte. Den Dialog muss ich jetzt mal laufen lassen. Warte, das muss ich mir nochmal rauslassen. Die Schnees, die sind alle dabei. Sehr schön. Aber ich denke, wir sind jetzt soweit am Wachposten vorbei. Ja, wird sich jetzt natürlich negativ auf mein Ranking. Ja. Konserventrick. Haben wir wenigstens Punkte bekommen, aber leider bin ich erwischt worden einmal. Schade eigentlich an der Stelle. Gut, aber wir sind jetzt von der Zeit her schon etwas drüber hinaus. Aber wir sind noch im Rahmen eigentlich. Sehr gut. Würde ich sagen, wir machen wir Schluss mit dieser Folge von Astral Chain. Wir werden uns im nächsten Part hier in der Zone 09 umschauen und herausfinden, was es hier mit den Eremiten auf sich hat. Mit dieser Hackergruppe, die hier von dieser Zone aus operiert. Und ja, hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei. Macht's gut, Leute. Und ja, ciao, ciao.